Geht ab, Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Gaming Play. Viele Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, ey, wo bleibt der Gaming Content? Das Ding ist, ich streame zurzeit sehr viel, dadurch kommen auch sehr viele Reactions. Und falls ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt einfach mal am Laufenden, abonniert mich und aktiviert die Glocke und dann könnt ihr auch in Videos bei mir dabei sein, indem ihr einfach im Chat schreiben tut und dann seid ihr auch im Video mitmarkiert, wenn ich das online stelle. So, und falls ihr jetzt euch gerade fragt, okay, aber wann kommt Gaming-Content? Definitiv bald, weil ich habe da noch was vorbereitet mit Stadia und so mäßig und da könnt ihr auf jeden Fall gehypt sein. So, jetzt will ich aber erstmal dieses Video hier mir angucken und zwar Säftig, ja, sie weint. Übrigens, ich habe hier noch einen Zuschauer mit am Start, der mir gerade hier nachts um 1.28 Uhr mit mir ist. So gesagt, den Stream anschauen tut, beziehungsweise sie schaut gerade meinen Stream. Du kannst ja gerne was im Chat schreiben, wenn du möchtest. Dann sieht man dich auch im Video. Ich hoffe, dass die Übertragung jetzt so schnell ist. Weil normalerweise sieht man dann den Chat auf der, nee, auf der Seite hier. Auf der Seite sieht man gleich den Chat. Und dann fange ich auch die Reaction an, wenn sie denn noch am Start ist. Okay. Da sieht es okay. Da, auf der Seite seht ihr okay. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Es ist krass, ich hab meine Freundin, ja sie weint. Doch ich geb Gas, unsere Zeit ist längst vorbei. Was ist das, Bruder, Mann, was ist die neue Zeit? Denn ihr seid hier und schon vor dem Hype. Ja, was geht ab, Digga, meine Freundin, ja sie weint. Doch ich geb Gas, unsere Zeit ist längst vorbei. Also eins muss ich sagen, natürlich feiere ich diese Songs am meisten, weil so, ich weiß nicht, ich finde dieses Thema mit so Freunden und so mäßig, das finde ich immer sehr nice, das höre ich auch sehr gerne. So zerbrochene Liebe oder, ihr seht, ist auch ein Lelano-Style, deswegen feiere ich den Song, denke ich mal, sowieso, weil es eher auch so an Lelano angelehnt ist und Lelano feiere ich auch, habe ich auch abonniert, wie ihr wisst, also die mich kennen. Und ich muss sagen, so diese Stils zu, ja, sie weint, zerbrochene Liebe oder man liebt sie, aber weiß nicht, wie man an sie rankommt, so mäßig, so ein, sowas finde ich eigentlich immer sehr nice, so. Ich mag das Lied. Ja, also ich muss sagen, ich mag das jetzt, also ich habe das jetzt vor einer Stunde schon angeguckt, aber ich wollte dazu auch meine Meinung nochmal abgeben. Und ich finde diesen Song mega nice, so auch zerbrochene Liebe und sowas. Also alles, was mit Liebe eigentlich zu tun hat, da bin ich Experte drin, was Songs angeht. Also da gibt es ja viele, auch von Lelano gibt es einen so zerbrochenen Liebessong, von Capital Bra gibt es zerbrochene Liebessong. Dann gibt es von Säftig natürlich auch, ja, sie weint und ich glaube, da gab es noch ein anderes Lied. Und ja, also ich muss sagen, ich feiere ihn mega. Ich habe jetzt sehr viele Songs von ihr angehört und die gehen so auf die Ohren. Es gibt auch noch andere, so kleine Rapper oder so oder kleine Musiker. Da muss ich sagen, da feiere ich die Songs auch. Die haben gerade mal so, wenn es hinkommt, 5.000, 6.000 Aufrufe. Natürlich ist es viel, aber nicht so wie die Rapper halt so, wisst ihr. Und da sind die Songs auch mega krass. Und hier bei Säftig, der hat, glaube ich, auf diesem Video 25.000 oder 26.000 Aufrufe. Oder 50.000. Ich will mich da jetzt auch nicht irren. Aber, ich will ja jetzt auch nicht lügen, aber ich feiere das. Ich feiere diese Richtung, was Liebe, Broken Liebe und sowas angeht. Broken Love. Mega einfach. Doch ich bin da, wenn die. Und natürlich auch Liebe, wie man an sie rankommt oder dass man sie lieben tut und wie man das gestehen soll und sowas. So eine Songs finde ich immer nice. Die anderen sagen, lass den Scheiß. Scheiß auf eure Meinung, leb mein eigenes Life. Leb mein eigenes Life. Leb mein eigenes Life. Jeder kennt mich von dem Scheiß, ich kenn sie alle nicht. Jeder kennt die Schmerzen, die man fühlt, wenn nichts mehr richtig ist. Jeder meiner Freunde weiß, er ist dann nicht allein. Es könnte doch so einfach sein. Einfach sein. Jeder kennt mich von dem Scheiß, ich kenn sie alle nicht. Und das sollte man dazu auch sagen, ja, auch wenn die Liebe jetzt zum Beispiel vorbei ist, es sollte immer weitergehen, immer weitergehen. Es gibt ja so ein
Schönen Spruch, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Oder so, ne? Und wenn die Liebe vorbei ist, ey, es gibt genug andere, wo man sich mal treffen kann und so, wo vielleicht wird daraus was. Vielleicht habt ihr auch Mädchen zum Beispiel kennengelernt und findet sie mega hübsch und auch ihr Charakter oder so und auch was so das angeht halt, ne? Also, ich muss sagen, so eine Songs, so die höre ich mir halt gerne an, so weil, so keine Ahnung. Manchmal höre ich sie mir an und denke mir so, ey, einfach geile Melodie und geiler Text, ne? Was soll man sagen? Also ich feiere das natürlich auch, es passt zu manchen Aktionen rein. So wenn man zum Beispiel Streit mit der Freundin hatte, dann höre ich mir auch sowas an oder sowas. So mäßig, das ist immer nice, wisst ihr? Und ich weiß noch, als ob's gestern war. Neue Schule, neue Klasse und sah euch zum ersten Mal. Der Flow ist cleaner, cleaner als die weißen Nikes. Doch wenn du mit uns schießt, weißt du, die sind danach nicht mehr white. Und ich weiß noch, als ob's gestern war. Neue Schule, neue Klasse und sah euch zum ersten Mal. Flow ist cleaner, cleaner als die weißen Nikes. Doch wenn du mit uns schießt, weißt du, danach sind die nicht mehr white. Sein. Jeder kennt mich von dem Scheiß, ich kenn sie alle nicht. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was ist eure Meinung zu diesem Song von Zavtik? Also ich muss sagen, ich feiere dieses Lied auch, wie gesagt, ich feiere die Richtung einfach, was so Liebe, Broken Heart oder so Broken Heart oder wie man so das ausspricht. Ich kann einfach kein Englisch, ihr merkt das selber. Und ja, falls ihr mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben wollt, ich werde mir natürlich jedes einzelne Kommentar durchlesen. Wer dem was schreibt, ihr kriegt auch natürlich ein Herz von mir, ihr wisst Bescheid, ne? Und ein Like. Natürlich, wenn ihr ordentlich kommentiert, zum ersten Mal gehört, jetzt mag ich es. Ja, also, ist nice. Also, ich feiere es auch, dass du es jetzt feierst. Also, ich meine, natürlich muss man, es gibt natürlich andere Richtungen von Säftig. Und ja, da ist es wieder was anderes. Da geht es so um Alkohol und so. Aber ich muss sagen, hier sowas feiere ich auch mega. Ich meine, auch das mit dem Alkohol-Song, den feiere ich auch. Aber so dies, was Love und so angeht, das feiere ich mega. Da kann man nichts Falsches sagen. Und zu manchen Leuten passt das zum Beispiel in dem Moment, ja, ey, sie weint, aber man zieht trotzdem weiter durch. Man zieht sein Ding durch, auch wenn alle anderen sagen, ey, no. Hör mal auf damit, zieh dein Ding durch einfach. Und dann wirst du deine Träume leben. So wisst ihr. Und das feiere ich wirklich. So, ansonsten war es das mit diesem Video und ciao, Leute.